Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute schauen wir uns an, was bei dem Falcon 9 Raketenstart von Matthias Maurer alles so passiert. Viel Spaß! Es war eine lange Nacht. Ich hatte großen Spaß in dem Livestream von SpaceX bzw. von der NASA zu dem Crew-3 Start. Spontanes Ding, ich habe mir gedacht, ich mache mal aus den Bildern vom Livestream heute Nacht von Crew-3, von dem Start von Matthias Maurer mit SpaceX, mit der Crew Dragon, ein Best-of. Das Gute ist ja, ich habe ja den Crew-3-Start vorab in Episode 99 und 100 schon beleuchtet, was da technisch auf uns zukam. Und diese Episoden habe ich als Grundlage genommen, zusammen mit den Bildern des Livestreams heute Nacht, um nochmal Kurzabriss zu machen mit den Highlights heute Nacht. Ich hoffe, das gefällt euch. T-4 Stunden vor dem Start. Die Crew zieht sich im Neil Armstrong Operations and Checkout Gebäude des Kennedy Space Centers an. Das ist tatsächlich das gleiche Gebäude, in dem auch schon Neil Armstrong für den Mondflug vorbereitet wurde. Etwa 3 Stunden und 15 Minuten vor dem Start. Die Besatzung verlässt das Gebäude und steigt in die Tesla Model X. Ja, ich weiß, ziemliche Schleichwerbung. Das muss man sich mal vorstellen. So, die normalen Autohersteller bezahlen mehrere Millionen, um bei einem Footballspiel zum Beispiel in der Werbepause einen Spot schalten zu können. Ja, und Tesla gibt offiziell keinen Cent für Werbung aus und warum auch, wenn man kostenlos Product Placement bei Raketenstarts bekommt. Nicht nur das, wir erinnern uns ja noch alle an den Tesla Roadster von Elon Musk, den die Falcon Heavy ins All geschossen hat. Das Areal am KFC Kennedy Space Center ist riesig und da ist auch klar, warum die Autos brauchen. Die Strecke vom Neil Armstrong Gebäude bis zur Startrampe ist fast 14 Kilometer lang. Etwa 3 Stunden vor dem Start kommt Matthias mit seinen Kollegen auf der Startrampe 39A an. Unglaublich. Das ist die Startrampe, von der schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist. Wird da super gern mal stehen. Historischer Ort. Bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Jopp, jetzt gilt's. Das Ding wird euch mit dem Schub von 7,6 Meganewton in den Himmel schießen. Das entspricht der Gewichtskraft von 770 Tonnen. Etwa 2 Stunden 50 Minuten vor dem Start fährt die Crew mit einem Aufzug nach oben, wobei sie das letzte Stück einer Treppe gehen muss. Hier wird jedes Crewmitglied noch einen kurzen Telefonanruf mit einer Person der Wahl führen. Sollte bei den Startvorbereitungen übrigens etwas Schlimmes passieren, gibt es auf dieser Ebene Seilbahnkörbe, mit denen Personal und Crew sehr schnell vom Startturm wegkommen kann. Zu Apollo-Zeiten gab es übrigens eine Rutsche in einen Bunker im Keller von diesem Startturm, der sogenannte Rubber Room. Ja, okay, komischer Name, das klingt jetzt wie der Darkroom in einem Berliner Szeneclub, aber lassen wir das. Zurück zu Matthias Maurer. Etwa 2 Stunden 45 Minuten vor dem Start wird die Crew sich in dem sogenannten White Room mit einer Unterschrift verewigen. Dieser White Room ist direkt an der Crew Dragon Kapsel und wird später mit dem Crew-Einstiegsarm von der Rakete weggeschwenkt. T-minus 2 Stunden und 30 Minuten vor dem Start. Erste Kommunikationschecks zwischen der Crew in der Kapsel und dem Bodenteam oder beziehungsweise dem Team, das den Start durchführt. Etwa T-minus 2 Stunden 20 Minuten vor dem Start, die Sitze drehen sich nach oben, sodass die Astronauten mehr auf dem Rücken liegen und näher an den Bildschirmen und Bedienelementen vor sich sind. Aber nicht nur die Bedienung der Displays ist so einfacher, man hätte die Bildschirme ja auch anders anordnen können. Glaub mir, bei Start und Landung magst du die Beschleunigung lieber in dieser Position erfahren. Fast die komplette Steuerung erfolgt übrigens über große SpaceX Touch Displays, wobei die Steuerung nur im absoluten Notfall durch die Crew erfolgt. Rakete und Raumschiff fliegen komplett automatisch. Der Drehhebel, den ihr hier seht, der ist übrigens für einen Notabbruch. Zwar erkennt das Dragon-Raumschiff automatisch, ob etwas mit der Falcon 9-Rakete nicht stimmt und würde dann die Dragon mit einem Rettungssystem von der Rakete wegschießen, das System kann aber auch vom Kommandanten manuell ausgelöst werden. T-minus 2 Stunden vor dem Start. Die Luke wird geschlossen. Nach dem Schließen der Luke werden Dichtigkeitsmessungen von der Bodencrew durchgeführt. T-minus 43 Minuten vor dem Start. Der Crew Access Arm wird eingefahren. T-minus 37 Minuten vor dem Start. Das Dragon Launch Escape System wird aktiviert. Sollte ab jetzt irgendetwas schiefgehen, würden die hypergolen Super Draco Triebwerke die Crew Dragon Kapsel samt Kofferraum von der Startrampe aufs offene Meer hinausschießen. Dort würden sich dann die Fallschirme öffnen und die Crew würde sicher im Wasser landen und dort dann von der Bodencrew geborgen werden. Dieses Rettungssystem funktioniert aber auch während des Fluges. Das hat SpaceX auch schon mal eindrucksvoll getestet und dafür einen seiner Booster geopfert. Wenn das Startabbruchsystem aktiviert ist, kann mit dem Tanken begonnen werden. Der Raketentreibstoff RP-1, verfeinertes Kerosin, und der cryogene Flüssigsauerstoff werden in die erste Stufe der Rakete geladen. Und jetzt zu einer Besonderheit bei der Falcon 9. Hier wird nämlich sowohl Sauerstoff als auch das Kerosin, oder besser RP-1, abgekühlt. Das macht SpaceX, um so mehr Treibstoff in die Rakete zu bekommen.
Denn durch dieses Unterkühlen ändert sich die Dichte und so brauchen die Treibstoffe weniger Platz in der Rakete. Und mit dem mehr an Treibstoff kann die Rakete dann länger feuern, was ihre Leistung verbessert. Parallel zur ersten Stufe der Falcon 9, dem Booster, wird die zweite Stufe mit RP-1 beladen. Erst bei T-16 Minuten vor dem Start wird die zweite Stufe mit flüssigem Sauerstoff gefüllt. T-7 Minuten vor dem Start, ja, abdampfen. Dem flüssigen Sauerstoff muss die Möglichkeit gegeben werden, abzudampfen. Der wird nämlich warm und will schlagartig sein Volumen vergrößern. Wenn er das nicht kann, platzt die Rakete. Zwar ist schon zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Druck auf den Tanks, aber eben in guten Grenzen und nichts Strukturbedrohendes. Und das ist auch der Grund, warum die Falcon 9 jetzt beginnt, die Sauerstoffpumpen der neuen Merlin-Triebwerke in der ersten Stufe mit kleinen Mengen an kaltem Sauerstoff zu kühlen. Das ist sehr wichtig, da es sonst sein könnte, dass der Sauerstoff beim Starten der Triebwerke in großen Mengen in den sonst warmen Leitungen bei der Zündung schlagartig sein Volumen vergrößert und Leitungen platzen oder die Pumpen nicht richtig arbeiten, weil dort Gas ist und keine Flüssigkeit gepumpt werden kann. T-3 Minuten vor dem Start. Jetzt schaltet die Crew Dragon auf ihre interne Energieversorgung um. Kurz danach wird der sogenannte Strongback, das Support-Rückgrat von der Falcon 9, ein Stück weit weggefahren, so etwa 2 Grad. Der LOX-Tank in der zweiten Stufe ist jetzt fast voll. T-45 Sekunden vor dem Start. SpaceX Launch Director verifiziert Startfreigabe. T-10 Sekunden vor dem Start, das Deluge System, ein Wassersprinklersystem, wird aktiviert. Mit diesem Sprinklersystem soll ein Vorhang aus Wasser gebildet werden, der die Rakete vor dem Schall der Triebwerke schützt. 3 Sekunden vor dem Start wird das Kommando der Zündsequenz gegeben. Jetzt passiert eine ganze Reihe von Dingen parallel in jedem der neuen Merlin 1D Triebwerke an der Basis der Falcon 9. Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, werden die Triebwerke der Falcon 9 mit TTAP gezündet. Das ist eine Mischung aus Triethylaluminium und Triethylboran, die bei Kontakt mit flüssigem Sauerstoff sofort zündet. Die Flamme ist dann grünlich, was man beim Start oft als kurzen grünen Blitz erkennen kann. In nur 3 Sekunden müssen jetzt alle neuen Triebwerke auf nominalen Betrieb gehen. Nur wenn die Triebwerke einwandfrei laufen und genug Schub generieren, werden die Halteklammern gelöst, die die Rakete noch festhalten. Das sind eben mal 770 Tonnen Schub, die die Rakete eigentlich wegheben wollen. Sollten die Triebwerke aus irgendeinem Grund nicht richtig laufen, würden die Triebwerke abgeschaltet werden. Sollte ab jetzt irgendetwas schiefgehen, würden die hypergolen Super Draco Triebwerke die Crew Dragon Kapsel samt Kofferraum von der Startrampe aufs offene Meer hinausschießen. Dort würden sich dann die Fallschirme öffnen und die Crew würde sicher im Wasser landen und dort dann von der Bodencrew geborgen werden. Dieses Rettungssystem funktioniert aber auch während des Fluges. Das hat SpaceX auch schon mal eindrucksvoll getestet und dafür einen seiner Booster geopfert. Grundsätzlich wollen wir aber erstmal nach oben. Die Atmosphäre ist nämlich noch viel zu dick, um gut auf hohe Geschwindigkeiten zu gehen. Die über 27.000 km/h, die wir für einen Orbit benötigen, können wir nicht innerhalb der Atmosphäre erreichen. Und so wollen alle Orbitalraketen erstmal Höhe gewinnen. Trotz des Senkrechtstarts baut man nicht nur Höhe, sondern auch Geschwindigkeit auf. Der Luftwiderstand aus dieser Geschwindigkeit wird bei Max-Q seinen Höhepunkt erreichen. Dieser Punkt ist für die Raketenbauer sehr interessant, weil aus diesem Luftwiderstand auch die größte Strukturbelastung auf die Rakete kommt. Schlimmer wird's nicht. Da man aber auch weiter aufwärts fliegt, nimmt nach dem Passieren von Max-Q der Luftwiderstand ab, obwohl die Geschwindigkeit immer mehr steigt. Zwar wird um diesen Punkt Max-Q tatsächlich mit dem Schub der Triebwerke etwas gespielt, damit man nicht so heftig durch Max-Q fliegt. Der Grund, warum die Rakete immer schneller beschleunigt, liegt aber daran, dass die Rakete immer leichter wird. Wie groß dieser Effekt ist, kannst du dir vielleicht besser vorstellen, wenn du weißt, dass die erste Stufe ihre etwa 500 Tonnen Treibstoff in 2,5 Minuten verballert. Und das ist der nächste Punkt, auf den wir gespannt während eines Starts warten. 2 Minuten und 36 Sekunden nach dem Start wird die erste Stufe abgestellt. MECO für Main Engine Cutoff. Bisschen irreführend sind ja schließlich mehrere Triebwerke. Fun Fact, sollte im Flug eines der neuen Merlin 1D Triebwerke ausfallen, kann die Rakete trotzdem die Mission erfolgreich zu Ende führen. Ein extrem kritischer Punkt bei allen Raketenstarts ist die Stufentrennung. 2 Minuten und 40 Sekunden nach dem Start wird die Rakete mechanisch getrennt. Genau an diesem Punkt wäre SpaceX beinahe Geschichte gewesen, als man bei der Falcon 1 mit der ersten Stufe in die zweite Stufe gesammelt ist. Richtig, habe ich auch ein Video zu. Kurz nach der Stufentrennung zündet das vakuumoptimierte Merlin-Triebwerk, das sogenannte MVAC. Hierfür wird wieder TTAP eingesetzt, was du auch hier wieder an dem grünlichen Blitz sehen kannst. Der Ring, der da kurz nach der Zündung wegfliegt, ist völlig normal. Der hält die Triebwerksglocke in Form. Diese Düsenerweiterung ist aus einem sehr dünnen, flexiblen Material. Das sieht man auch beim Starten, wie das so erstmal so rumwabbelt.
Um diesen filigranen Blütenkelch bei Transport und Montage vor dem Start und auch während die erste Stufe noch brennt zu schützen, gibt es diesen Ring. Wenn das Triebwerk dann läuft, wird die dünne Wand durch den Innendruck des Abgases stabilisiert. Auch wenn das vakuumoptimierte Merlin, das sogenannte MVAC-Triebwerk, auf den ersten Blick komplett anders aussieht als die neuen Triebwerke der ersten Stufe, die Kernkomponenten wie Brennkammer, Vorverbrennung und Turbopumpensatz sind ansatzweise identisch. Das ist schon witzig, oder? Dass die Düsenerweiterung der zweiten Stufe fast so breit ist wie der Erststufendurchmesser, in dem ja 9 Triebwerke untergebracht sind. Durch einen angepassten Düsenhals und die weitere Triebwerksglocke kann das Abgas besser geführt werden, was dann zu einer höheren Effizienz führt. Aber dazu mache ich mal ein eigenes Video. Auch das Rotglühen der Triebwerksglocke ist normal. Tatsächlich gibt das Material so Strahlungswärme an den Weltraum ab. Die Schlange, die man da um das Triebwerk sieht, ist der Abgasstrang der Turbopumpe, der seitlich in die Düsenerweiterung eingeführt wird, um bei der Kühlung zu unterstützen. Klingt komisch, ist aber so. Kühlung von Raketentriebwerken ist ein heißes Thema bei Raketen und extrem wichtig. Wenn dich das Thema Triebwerkskühlung mehr interessiert, habe ich natürlich auch dafür ein Video für dich. Aber zurück zum Falcon 9 Flug. Wir sind nur ein paar Minuten im Flug und jetzt werden kurz hintereinander mehrere sehr spannende Dinge passieren. Die Falcon 9 und die Falcon Heavy von SpaceX sind die einzigen Orbitalraketen, deren Booster wieder landen können. Während die zweite Stufe angefangen hat zu feuern, um das Dragon-Raumschiff weiter Richtung Zielorbit zu schieben, befand sich der Booster im freien Flug. Nicht ganz kleine Kaltgasdüsen, also Düsen, die nicht mit einer Verbrennung arbeiten, sondern nur mit dem Entspannen von kaltem Gas, drehen den Booster kurz nach der Stufentrennung mit seinen Triebwerken entgegen der Flugrichtung. Die Waffeleisen am oberen Ende des Boosters klappen aus. Sind natürlich keine Waffeleisen, sondern Gridfins. Steuerflächen für die Steuerung des freien Falls in der Atmosphäre. Noch bringen uns die Gridfins nichts, denn noch sind wir nicht in der Atmosphäre. Da der Booster nach dem Abschalten der Triebwerke sowohl horizontal als auch vertikal noch Geschwindigkeit hat, steigt der Booster weiter in der Höhe und entfernt sich auch noch immer weiter vom Startpad. Dabei zieht die Erdanziehung erbarmungslos an ihm und baut mit jeder verstrichenen Sekunde Geschwindigkeit in vertikaler Richtung ab. Irgendwann ist der Scheitelpunkt der Wurfparabel erreicht und der Booster fällt wieder zurück zur Erde. Und auch hier zieht die Erdanziehung stetig am Booster, was ihn mit jeder verstrichenen Sekunde schneller macht. Da es keine Atmosphäre gibt, oder so gut wie keine, wird der Booster beim freien Fallen jetzt sehr, sehr schnell. Wenn der Booster mit dieser hohen Geschwindigkeit ungebremst auf die Atmosphäre treffen würde, würde er aufschlagen wie etwas, das aus zu großer Höhe auf eine Wasseroberfläche fällt. Also sehr, sehr hart. Da SpaceX seinen Booster aber gerne wiederhaben möchte, wird 7,5 Minuten nach dem Start durch das Zünden von 3 Merlin-Triebwerken vertikal Geschwindigkeit aus dem Booster genommen. Wieder auf den grünen Blitz achten. Was ist das? Genau, das T-Tap. Der Booster ist aber trotzdem noch so schnell, dass sich heißes Plasma um ihn bildet, Funken fliegen und auch das Kamerabild an dieser Stelle gern mal einbricht. Jetzt in der Atmosphäre kann der weitere freie Fall durch die 4 drehbar gelagerten Gridfins gesteuert werden. So genau, dass die Booster trotz Überschallgeschwindigkeit ein Ziel treffen können, das sich 500 Kilometer vom Startplatz entfernt befindet und mit etwa 50 x 90 Meter deutlich kleiner ist als ein Fußballplatz. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist Fake. Keine 10 Minuten nach dem Start wird das zentrale Triebwerk des Falcon 9 Boosters für die Landung feuern. In der Szene wird dann auch von Suicide Burn gesprochen, weil wirklich im allerletzten Moment erst gebremst wird. Vorher nutzt man so viel wie möglich die Atmosphäre zum Bremsen. Warum so knapp? Ja, alles, was man zu früh bremst, wird an Geschwindigkeit durch den freien Fall wieder aufgebaut. So macht die Bremsung nur Sinn, wenn dann beim Aufsetzen gerade die Geschwindigkeit 0 erreicht wird. Fun Fact, selbst wenn das Merlin-Triebwerk auf seinen Minimalschub heruntergeregelt ist, würde die Rakete einfach wieder abheben, wenn nicht sofort beim Aufsetzen das Triebwerk abgeschaltet wird. Ein Falcon 9 Erststufenbooster ist bei der Landung nicht in der Lage zu schweben. Noch ein Fun Fact, wenn die Landung erfolgreich ist, wird das die 95. Wiederlandung eines SpaceX-Boosters sein. Das heißt, bevor irgendwer sonst auf der Welt auch nur versucht hat, einen orbitalfähigen Booster wiederzulanden, geschweige denn wieder zu verwenden, hat SpaceX es fast schon 100 Mal geschafft. Man darf nicht unterschätzen, wie gut SpaceX seine Raketen kennt, allein dadurch, dass sie die einzigen sind, die wissen, wie die Hardware nach einem Start aussieht. Aber bevor der Booster landet, wird 8 Minuten und 48 Sekunden nach dem Start die zweite Stufe ihrer Arbeit einstellen. Orbitalgeschwindigkeit ist hergestellt und würde jetzt nichts weiter passieren, würde die Crew um Matthias Maurer in der Crew Dragon Kapsel erstmal im Orbit bleiben. Jetzt ist die Crew bis auf den kurzen Moment nach der Stufentrennung das erste Mal richtig schwerelos. Gut hinschauen, was dieses Mal als Schwerelosigkeitsindikator mitgenommen wurde. Mein Lieblings-Zero-G-Indikator ist übrigens Baby Yoda. Und ja, ich weiß, dass der eigentlich nicht so heißt, aber man muss ja die Ungläubigen auch abholen.
11 Minuten und 50 Sekunden nach dem Start wird die Crew Dragon-Kapsel samt ihrem Kofferraum, dem sogenannten Trunk, von der zweiten Stufe getrennt. Relativ zeitgleich wird die Nasenverkleidung der Crew Dragon aufgeklappt, um die Star-Tracker und die nach vorne gerichteten Draco-Steuerdüsen freizugeben. Mit ihren Steuerdüsen wird die Crew Dragon dann den ISS-Orbit ansteuern. Das Aufschließen zur Station und das finale Andocken dauert mehrere Stunden und wird mit Sicherheit durch SpaceX live gestreamt. Auch die Raumschiffe sind wiederverwendbar, wobei die bei diesem Start geflogene dritte aktive Crew Dragon-Kapsel von SpaceX mit dem Namen Endurance ihren ersten Flug absolviert, also ihren Jungfernflug. Ich hoffe, dir haben meine Highlights des Crew-3-Starts heute Nacht mit SpaceX, mit der Falcon 9 gefallen. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und samstags immer die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.